Seid ihr herzlich willkommen. Ein Liebesorakel. Diese Karte in die Mitte zeigt die Hauptthematik. Und das ist die Kraft, auch deine innere Kraft. Deine Überzeugungskraft, dass etwas verbessert sich in dein Leben. Dann scheint die Sonne und hier ist die Hoffnung. Diese Karte kann auch bedeuten, du sollst dich gerade behaupten. Und das im beruflichen Umfeld, weil dieser Anker symbolisiert Beruf, Berufung. Dieser Pair kann auch bedeuten, er gibt dir Kraft oder du gibst ihm Kraft. Außerdem bedeutet oft, eine Person, was zum Sagen hat, kann auch dein Chef auch sein. Und hier ist die berufliche Umfeld. Dieser Sarg bedeutet entweder, er ist eine ältere Person, oder kann dieser Sarg auch die Stillstand auch bedeuten, dass er gerade im Rückzug ist. Und hier dieser Buch zeigt auch seine Verschlossenheit. Wenn das um Beruflichen handelt, dann kann sein, du schließt etwas ab, kommen die Neuigkeiten und dieser Buch bedeutet dein Wissen oder Schulungen. Diese Wolke zeigt die Unklarheiten, entweder bei dir oder bei ihm. Er möchte auch etwas abschließen in sein Leben. Unklarheiten beruflich und Unklarheiten finanziell. Was die Liebe betrifft, er sucht seinen Platz im Leben, wo er das Gefühl hat, ja, hier bin ich angekommen, hier fühle ich mich verankert. Also er braucht Sicherheit und Stabilität. Aber wie soll er das vermitteln? Da erscheinen hier noch die Wolken, etwas ist noch undurchschaubar. Oder er tut sich schwer, das offen zum Sagen oder Zeigen. Was die Liebe betrifft, dann die Anker, die Sicherheit, Stabilität und die Fischen zeigen oft die inneren Werte. Diese Karte, die Wolke, bedeutet als Zeitkarte halbes Jahr. Denk nach, was hast du erlebt vor halbes Jahr? Weil das kann passieren, dass dieses Ereignis oder diese Person kehrt wieder zurück in dein Leben. Oder dieses halbes Jahr kann auch die Zukunft sein, dass ihr plant etwas und das könnt ihr verwirklichen innerhalb halbes Jahr. Und hier ist die Hoffnung dazu. Dieses Schiff bedeutet aber auch Ausland, Auslandskontakten oder Internetkontakten, genau wie Sonne auch die Öffentlichkeit. Außerdem die Reisen, auch die inneren Reisen, eine seelische Verbindung zwischen euch beiden. Und hier scheint die Sonne und das macht etwas sichtbar, außerdem zeigt die Anziehungskraft zwischen euch beiden. Und hier ist die Verbindung. Dieser Ring kann auch etwas Wiederkehrendes sein, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Es ist noch alles im Verborgenen, aber dieser Buch öffnet sich, weil die Sonne gibt das Licht, macht etwas sichtbar und dann öffnet sich dieser Buch und kannst daran lesen. Was dieser Buch noch bedeuten kann, Schulungen, und es ist auch möglich, dass du in dieser Fortbildung jemand kennenlernst oder du hältst diese Fortbildung und hast du hier Erfolg und Verträge. Und in die Liebepartnerschaft bedeutet die Hoffnung, die Anziehungskraft, die Verbindung, die Werte, die Stabilität und auch das Wissen. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.